Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Moist, ihr könnt es sehen, ich stehe hier einfach zwischen Kaido. Kaido und Kaido, ne? Auf jeden Fall habe ich mir diese Resin zu meiner Rechten hier, die habe ich mir neu gekauft, meine Freunde, die habe ich aus eBay von einem anderen Sammlerkollegen gekauft. Diese Figur von Figur Arts, die sollte euch schon bekannt sein, die ist ungefähr so ein Jahr alt. Ich habe sie bewusst hier hingestellt, weil natürlich Kaido in Normalform, Kaido in Hybridform. Ich wollte euch aber mal ein bisschen die Größenverhältnisse zeigen zwischen einer 32 cm Statue und einer 42 cm Statue. Diese neue Kaido Hybrid von DOD Studio habe ich mir auf jeden Fall auf eBay gekauft von einem Sammlerkollegen, der diese Kaido loswerden wollte, da er einen noch krasseren Kaido bekommen hatte. Was willst du sagen? Ja, mal! Verständlich, und ich habe sie auch recht günstig erwirtschaftet, muss ich sagen, weil die hat halt einfach ein, zwei kleine Mängel. So wurde sie halt angeliefert. Leider hatte er ein bisschen Pech gehabt. Ich hatte ebenfalls ein bisschen Pech, aber das ist nicht weiter schlimm. Dafür war der Preis richtig gut, kann ich halt nicht anders sagen. Ich will da ehrlich zu euch sein. Der Aufbau hat ziemlich lang gedauert, weswegen ich ihn direkt hier als Ganzes euch vorstellen möchte. Plus halt noch ein paar detaillierte Aufnahmen. Was ist mir zum Beispiel hier richtig aufgefallen? Der Mantel ist ultra schwer. Ich weiß nicht warum, die machen den Mantel von dem oder den Umhang, die machen den einfach übertrieben schwer. Was ist meine Meinung zu der Figur? Ich möchte das Video gerne nicht kurz halten, euch einfach nur kurz vorstellen. Ich sag mal, die Detailaufnahmen oder die Details von den Füßen bis zum Oberkörper sind ultra nice. Die Schuppen von seiner Hybridform sind denen auch sehr gut gelungen und die Proportionen sind, finde ich, sehr gut gelungen. Und zwar im Anime hat er halt einen recht kleinen Kopf, dafür einen monströsen Körper, sowas wie der Broly von One Piece mehr oder weniger. Ich finde, das haben sie hier sehr gut gelöst, das Gesicht ist denn auch wirklich sehr gut gelungen. Farblich ist es auch gar nicht mal so schlecht, also wirklich kann man nichts sagen. Er hat halt hier ein bisschen Flammen, Blitze und so Zeug dran, aber damit kann ich leben. Zu dieser Statue gab es natürlich ein Echtheitszertifikat. Ich habe die Nummer 297 von 388 Exemplaren. Plus, es gab diesen ultra krassen Mini-Kaido. Natürlich haben die Leute, die mir auf Instagram folgen, den schon dort gesehen. War schon eine witzige Story, glaube ich. Und eine Teufelsfrucht von Kaido ist ebenfalls hier irgendwo unten auch zu vertreten. Die werde ich euch auch gleich in der Nahaufnahme zeigen. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich diesen Kaido jetzt ebenfalls besitze. Ich bekomme noch einen Kaido von Jackstone in Hybridform. Den habe ich mir vorbestellt auf jeden Fall. Denke ich mir, dass alle drei sich in einer Ecke richtig geil machen werden. Schreibt mir gern am Ende des Videos eure Meinung zu diesem Kaido in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal raus, zeige euch noch die Detailaufnahmen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.